Es ist einfach unbeschreiblich. Das ist vielleicht das Außergewöhnliche an Akranbiet. Man kann es eigentlich nicht in Worte fassen, was das alles, was da so außergewöhnlich ist. Ich könnte jetzt ganz viele Adjektive, ne? Oh, toll und schön und inspirierend aber das würde es alles nicht treffen. Wenn man sich darauf einlässt, wenn man wirklich sagt, ich mache es einfach mal und schau mal, was es mit mir macht, glaube ich, dann findet man auch seine eigenen Worte dazu und man merkt, das macht es nicht. Also in Worte zu packen, was Akram Wiegner so großartig macht, oder nee, man muss es erlebt haben. Das ist genauso halt wie mit einem Apfel, ich kann drüber reden, aber einen Apfel reinbeißen ist ein anderes Ding einfach, ne? Bloß Akram Wiegner hat nichts mit Äpfeln zu tun, sondern es ist wirklich, es geht um die Essenz dessen einfach, was wir sind und etwas ganz Universelles, wo ich zumindest halt noch nicht mal einen kleinen Atemzug davon wusste halt, dass es überhaupt gibt. Und jetzt, wo es da ist und wo ich das immer mehr verstehe, was ist so großartig an Akram Wiegner? Wie kommt das gerade? Ich habe keine Angst mehr. Das ist eigentlich der Punkt. Ich hatte immer Angst vor gewissen Dingen, vor Dingen, die passieren könnten, gerade natürlich in der Zukunft. Und die Angst hat stetig abgenommen, ganz unbewusst, ganz subtil. Also dieses Grundlegende, ich hatte das am Anfang, glaube ich, ja, jetzt kommt mir das. Am Anfang hatte ich das Urvertrauen genannt. Dieses Urvertrauen, dass alles okay ist. Es ist alles okay. Und ich habe immer gekämpft, sei es um Anerkennung, sei es um Liebe, sei es halt mein Stolz, meine Ehre, was immer das, was ich dachte, was das wäre. Es war aber nie permanent. Es war nie dauerhaft da. Es war immer nur ein Moment der Anerkennung, wo man sich toll fühlte, als hätte man gerade eine Medaille gewonnen. Oder halt, wo der Stolz so gebauchpinselt worden ist, dass man sich halt über Stunden daran, ja, ergötzt hat im wahrsten Sinne. Aber dann war es wieder weg. Und dann waren wieder die kleinen Stimmen da, die Sätze, die hochkommen und Fragen und sag mal, wieso machst du das eigentlich? Was soll das eigentlich? Ist das überhaupt das Richtige? Und machst du das überhaupt richtig? Und diesen ganzen Zweifel der dann hochkam und einfach da war. Und der wollte ja dann gehandhabt werden. Und dann sucht man sich was Neues, was ganz schnell Glück macht. Ja. Und bei Akrabi dann ist halt dauerhaft. Das ist der Punkt. Es ist einfach seit 7 Jahren immer mehr, immer klarer, wer ich bin und was ich bin und was ich nicht bin. Diese Art von Glück kann man sich nicht mit Geld kaufen, kann man sich nicht mit Autos kaufen, kann man sich auch nicht mit Drogen kaufen oder mit Frauen oder mit Männern oder mit was auch immer. Das ist etwas ganz anderes. Es ist ein ganz anderes Spiel. Es ist das eigentlich, was wir wirklich sind. Das zu verstehen, vergiss es. Das wirst du nicht verstehen, wenn du es nicht ausprobierst. Aber wenn du es ausprobieren solltest, wenn du sagst, es könnte ja sein, dass das irgendwie ein bisschen, und sei es nur ein bisschen halt Wahrheit ist, was der da gerade sagt, probiert es aus. Es kostet nichts. Es ist keine Verpflichtung in irgendeiner Art und Weise. Seid skeptisch, fragt bis zum geht nicht mehr. Seid aber auch bereit für die Antworten. Akram Wiegner ist eine Wissenschaft. Ich habe lange dran gezweifelt. Ich dachte, da musst du aufpassen. Nein. Je mehr ich verstehe, desto mehr ist das klar, es ist eine Wissenschaft. Und wie in Chemie und Physik, ich habe hier nicht alles, um nicht zu sagen ganz, ganz wenig. Aber Step by Step, ich verstehe immer mehr. Und dieses Verstehen geht nicht darum, halt das da draußen auch zu verstehen, sondern sich selber zu verstehen. Und das ist der größte Benefit bei der ganzen Geschichte. Sich selber zu verstehen. Und wenn du dich verstehst, verstehst du auch die anderen. Und wenn du die anderen verstehst, dann können die anderen keine Feinde mehr sein. Ist das erstrebenswert? Ja, hätte doch was.
Warum denn nicht? Was soll denn passieren? Oder einfach weitermachen und sagen, du bist Feind, ich bin Freund oder was auch immer. Gerade in der heutigen Zeit ist das nicht gut. Wir sehen es ja draußen, was da passiert. Und die Veränderung kann nur bei uns stattfinden. Das sind zwar immer so Sprüche, die man hört, ja, Veränderung und ja, aber es ist wirklich so. Wer es wirklich gemacht hat, weiß es. Ich muss mich verändern. Sonst passiert nichts in meinem Leben. Also, wenn du etwas verändern willst, wirklich, dann probier es aus. Weil der Benefit und das, was du da bekommst, wenn du es zulässt, ist, ja, wow.